Also, um an unser Refuse zu kommen, erst einmal brauchen wir die Designation, nämlich eine Downward Stair. Und zwar sollte die nicht hier in diesem Bereich gehen. So, deswegen machen wir die mal hierhin. Dann geht sie direkt dran vorbei. Jo. So, und dann brauchen wir jene Up and Down Stair. So, erst einmal. So, weil ich brauche jetzt hier in der untersten Ecke, habe ich gesagt, brauche ich erstmal die Bäume weg. So. Ah, und das ist auch weggehauen worden. Also kann ich hier jetzt die neue Mauer in Auftrag geben. So. Konglomeratblocks. Gut. Bist du schon wieder suspended worden? Nein, du bist Construction inactive. Wir haben Raben und wir haben die Händler. Okay. Sind wir mittlerweile handelsbereit? Nein, weil mein Leader dabei ist, Work Orders zu managen. Wo ist denn mein Leader überhaupt? Da bist du. Ach so, du bist beim Trinken. Okay. Und ich habe immer noch keine Türen. Ja, weil die Türen ganz unten stehen. Wenigstens ist er im Augenblick noch nicht mehr unhappy. Ja, was wurden Bin needs Locks? Ach so. Wir haben hier ja keine Locks mehr zurzeit. Wie sieht's mit Bolzen aus? Sind auch gerade nicht aktiv. Wahrscheinlich, was machen meine Bone Quaver? Harvest Plants, Dump Item. Ja, okay. Das kann die wirklich eine Weile aufhalten. Du tust Stockpile Records updaten noch. Und hier wird ordentlich das Holz weggeschafft. Sehr gut. Wir brauchen nämlich den Platz da, um zu haulern. Zu channeln. Kann ich ja schon mal gucken. Ich gebe mal einen Mining-Auftrag erst einmal. Guck mal, wie ich den verteilen kann. So, so. So reicht das an Stockpile. Und so sagen wir mal, gebe ich hier eine Downward Stair. So. Mach jetzt mit I für. Das ist Ebene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Gut. Das heißt, ich muss diese Downwards der hier, die hier noch fehlt, die Up and Downs der. Besser gesagt, so. Ups, da war die Tastatur locker drin. So, bis hierher.
Ist das zu viel schon des Guten? Ja, das war zu viel des Guten. Also remove ich es hier. Nein, ich möchte die Anrastfunktion nicht aktivieren. Keine Ahnung, warum die jetzt so oft kommt. Ah ja, hier. Also hier brauche ich J, einen, nee, halt U, eine Upward-Stair. So. Und hier auch, so. Dumm, 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 dumm. Hm. Irgendwas ist gerade nicht ganz in Ordnung. Mit meiner Shift-Taste. Merke ich gerade so. So, also wir brauchen... Genau. Das heißt, das wird erstmal removed. Warum ist das jetzt ganz weg? Ach nee. Ich war mit dem X drauf. Okay. Das heißt, diese Ebene ist frei und hier kommt dann der Refuse Stockpile hin. Gut. Das heißt, ich brauche hier erst einmal einen dünnen Gang. Dünn reicht erstmal. Von da nach da. So. Ja, dann kann ich immer eine Ebene wegchanneln und dann die nächste. Und zwar ganz vorsichtig. Wegchanneln. So. Was machen die beiden? Die drei eigentlich. Ach, die sind noch hier unten beim Minern, oder? Jo. Die räumen mir die Hallen hier frei. Sehr schön. Wie sieht's? Ah ja, gut. Da ist schon mal geleert worden. Wie sieht's oben in den Schlafräumen aus? Hier. Ah, da ist auch fast leer. Statuen habe ich keine, aber ich kann jetzt hier schon mal einen Custom Stockpile setzen. Und zwar nicht gerade so, sondern, also nicht gerade, falsch. Einen Custom Stockpile, den wollte ich nicht den ganzen Raum setzen, sondern eher so mittig, so. Können hier Statuen außenrum und hier in der Mitte können da die Schätze gebunkert werden. So, du nimmst Edibles, brauchst du keine. Food brauchst du auch nicht. Furniture aber. Nimmst du alles, aber nur Artefakt und nur Artefakte. Corpses brauchst du definitiv keine nehmen. Refuse auch nicht. Stone auch nicht. Ammo solltest du nur Artefakte nehmen. Nur Artefakte. Vielleicht sollte ich die Core-Qualität... ja doch, die muss ich anlassen. Weil es gibt ja Artefakte, die keine Core-Qualität von... Artefakt haben. Die Kernqualität beschreibt nämlich, aus was das der Gegenstand besteht, die Qualität, aus dem der Gegenstand besteht, soweit ich weiß. Und meine meisten Artefakte sind ja zurzeit aus Standard. Aha, stimmt. Gut. Coins. Bars, Blocks, Gems. Finished Goods brauchen wir auf jeden Fall nur. Ah, machen wir es mal so aus. Leder.
Nein, Cloth. Nein, Wood. Nein, Weapon Traps. Forbid all außer Artefakt. Armor. Verbiete alles außer Artefakt. So. Und in den anderen deaktivieren wir halt die Core-Qualität-Artefakt und die Total-Quality für Artefakt-Additional-Options. Allow Plant Animal Search. Nein, gut. So, das heißt, und du kriegst auch die maximale Anzahl an Bins. Ja, von mir aus kein Fisch mehr. So, und ihr nehmt... verliert jetzt Artefaktqualität, Artefaktqualität. Und das da oben ist ja ein anderes Stockpile, genau. Also müssen wir da die Settings auch. Oh, wir müssen ja hier unten die Settings bei allen Sachen. Finished Goods, verliert ihr auch Artefakt und Artefakt. Leder, Cloth. So, den Rest können wir nicht. Und hier genauso. Artefakt Core und Artefakt Total. Und hier Core und Total. So, jetzt können wir nur noch bei Wood, bei Weapon Traps und Armor. Es wird beides hier oben gelagert. Armor. Nimmst du bitte keine Artefaktqualität mehr, weder Core noch Total. Und da nimmst genauso keine Artefakt-Armor mehr und keine Artefakt-Waffen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das Zeug dort eingelagert wird. Ah, trinken lässt langsam wieder nach. Wird noch gebraut? Nein. Oh, die verlassen uns bald. Wo ist mein Trader? Noble. Bookkeeper. Settings. Du machst jetzt mal gar nichts. Du gehst bitte traden. Wir haben nämlich noch gar nicht gehandelt. Komm schon, Beeilung. Das habe ich ganz aus den Augen verloren. Also. Clay nicht. Aber Holz nehmen wir mal von euch. Wir brauchen nämlich Holz. Ich bin nämlich jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich zu faul bin, Holz selber zu schlagen, außer wenn es nötig ist. Also kaufen wir jetzt erstmal alles an Holz ein. So. Ach, ruhig viel Holz. Wir haben ja eine große Lagerfläche jetzt unten. So. Das reicht jetzt aber mal an Holz, auch wenn ihr sehr, sehr viel Holz dabei habt. Pond Turtle Cage, Börchen Cage. Euren Cage nehmen wir gerne. Und auch ein Eichen Cage. Noch ein Eichen Cage. Ein paar Barrels können wir auch ruhig nehmen. Buckets brauchen wir keine, genauso wenig wie Shotbows und so weiter. Genau, wir brauchen Stoff, wenn ihr welches dabei habt. Genau, ein Rope Weed Fiber Bin. Und noch ein Rope Weed Fiber Bin. Das reicht erstmal. Ach nee, nehmen wir noch einen. Und weil du so billig bist, nehmen wir dich auch gleich noch. So, Cloth. Habt ihr auch Leder? Das ist die gute Frage. Ihr habt sehr viel Cloth dabei, muss man sagen. Nein, ihr habt nur Prickleberries, Fisherberries, Redweed. Thread,
Quatsches Blitz. Nee. Und diesmal mache ich den Fehler nicht auf Escape zu drücken. So, ich biete denen jetzt mal das Opossumblut an, dass das nicht mehr die ganze Zeit hier rumsteht. So, und dann sorge ich dafür, dass er einen Profit von 1000 kriegt.